Wir Grünen sind die Partei der Nachhaltigkeit. Neben der ökologischen Verantwortung gehört dazu auch die finanzpolitische Nachhaltigkeit. Wir haben in nur 2 Jahren die Neuverschuldung von 6 Milliarden Euro unter Schwarz-Gelb auf 3 Milliarden Euro in 2011 bereits gesenkt. CDU und FDP haben früher einen Raubzug durch die kommunalen Kassen gemacht. Sie haben den Kommunen in NRW über 3 Milliarden Euro weggenommen. Das führte zu massiver Überschuldung in vielen Kommunen und oftmals auch zur politischen Handlungsunfähigkeit. Des Weiteren, wir wollen CDU und FDP dem Land weitere Einnahmen wegnehmen. Allein durch die Hotelsteuer, Mövenpick-Steuer, sind dem Land fast 1 Milliarde Euro Einnahmen verloren gegangen. Die FDP und CDU wollen weiterhin 600 Millionen Euro Einsparung durch weitere Steuerentlastung in diesem Jahr vornehmen. Freitag ist die Abstimmung dazu im Bundesrat. CDU und FDP wollten auch nicht die Erhöhung der Grunderwerbsteuer und CDU und FDP sind auch für solche Desaster verantwortlich, wie zum Beispiel das Landesarchiv in Duisburg, was ursprünglich 30 Millionen Euro kosten sollte und jetzt bei fast 200 bis 250 Millionen Euro liegt. Wir hingegen sind als einzige Partei angetreten und haben klare Konsolidierungsvorschläge gemacht. Wir wollen einerseits die Polizei besser strukturieren, da geht kein Personal verloren, keine Sicherheit verloren, aber wir können die Strukturen effektivieren und auf Sicht über 2000 Stellen einsparen. Wir können das Zinsmanagement verbessern und wir wollen die Förderprogramme vom Vollkostenzuschuss auf einen Zuschuss auf Kreditbasis umstellen, wo dies möglich ist. Auch da lassen sich dreistellige Millionenbeträge einsparen. Wir Grünen wollen in der nächsten Legislaturperiode aber einen Dreiklang machen einer soliden Finanzpolitik. Dazu gehört einerseits, diejenigen, die gut verdienen und die hohe Vermögen und hohe Erben haben, mehr an der Finanzierung zu beteiligen. Wir sind für eine Vermögensabgabe bzw. eine Vermögensteuer. Wir sind dafür, den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Und wir sind auch dafür, hohe Erbschaften, und ich betone hohe Erbschaften, wieder effektiver zu besteuern. Gleichzeitig haben wir uns auf den Weg gemacht, überall dort, wo es notwendig und verantwortbar ist, die Effizienz zu steigern, weniger auszugeben, in Nordrhein-Westfalen unsere Hausaufgaben zu machen und damit die Kosten für alle zu senken. Denn eins ist wichtig: Wir wollen gute Bildung, einen effektiven Umweltschutz mit einer klaren Klimaschutzpolitik finanzieren und wir wollen dazu beitragen, dass unsere Kinder nicht die Schulden bezahlen müssen, die wir ihnen hinterlassen. Gleichzeitig wollen wir aber auch unseren Kindern Zukunftschancen bieten, nämlich durch gute Bildung, vernünftige Kindertagesstättenplätze und auch dadurch, dass sie eine lebenswerte Umwelt haben. Und da müssen wir den Hebel umlegen. Grün bedeutet Nachhaltigkeit und deswegen bitte ich ganz eindeutig um Ihre Zweitstimme bei der Landtagswahl am 13. Mai. Zweitstimme ist grüne Stimme.